Auf dem Weg zu Platz 3 hier bei der Heimveranstaltung auf der Flugschanze mit ihrem letzten Mann, mit Robert Granjec, dem besten Flieger, nicht nur im slowenischen Team. Er fühlt sich einfach wohl in der Luft. Ja. Es taugt ihm seinen Sprungstil, kommt es entgegen. Hat auch letztes Jahr den Skiflug-Weltcup gewonnen. Gestern Pech gehabt, im Einzelbewerb ist nach einem guten Flug gestürzt. Nach der Landung nichts passiert. Aber vom Ergebnis her ist er natürlich dann nicht so weit vorne gewesen, wie er vielleicht aufgrund seiner Weite hätte sein können. Daher gestern im Einzel Juri Tepes, der beste Slowene im Endklassement. Naja, und der Juri hat auch heute seine Leistung voll bestätigt. Die Chancen, Norwegen einzuholen, sind auch nur mehr rein theoretischer Natur, sind mehr als 60 Punkte Rückstand auf Norwegen. Aber Platz 3, den kann er jetzt absichern. Der ist auch gut. Und das tut er. Super, Robe. Ui, der geht auch, Robe. Schau. Und? Souverän. Das war nicht schlecht. 212 Meter. Und die freuen sich natürlich. Die wissen es. Jawohl, wir haben das bestätigt. Von Oslo. Auch interessant, Slowenien ist hier auf der eigenen Schanzenanlage noch nie am Stockerl gestanden bei einem Teambewerb. So gesehen auch für das slowenische Team eine sehr erfreuliche Premiere. Ja, super und vielleicht eine gute Motivation für die Zuschauer, dass morgen wieder alle kommen in der Früh. Zum absoluten Ende dieser Skisprungsaison noch einmal so richtig die Post abgeht hier in Planica. 212,5 Meter, der letzte Sprung von Robert Granitz. Norwegen sagt Danke an Mikko Kojonkoski. Österreich bedankt sich bei den vier Helden für einen weiteren Sieg im Teambewerb. Österreich gewinnt von Norwegen und Slowenien und wir sind gleich wieder zurück.